Ja, willkommen bei einem kurzen Megablock-Tutorial. Heute mit einem sehr speziellen Bauteil mit einem doch eher eingeschränkten Anwendungsbereich. Ich habe ja irgendwann letztes Jahr um die Zeit diesen kleinen Line-Follower-Robot gebaut und der hatte hier vorne zwei sogenannte Liniensensoren montiert. Liniensensoren, die können im Grunde nur zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden und werden verwendet, um festzustellen, ob der Roboter noch entlang der aufgezeichneten schwarzen Linie fährt. Jetzt reichen zwei Sensoren theoretisch, um ihn auf dieser Linie zu halten. Das Ganze ist aber eher unelegant und ziemlich ruckelig. Besser wird es schon gehen mit einem dritten Sensor hier in der Mitte oder noch besser sind natürlich noch mehr Sensoren. Und dazu hat Spakfun dieses Line-Follower-Array entwickelt. Hier auf der Oberseite sehen wir sechs Bohrungen als Befestigungsmöglichkeit. Hier vorne von B0 bis B7 beschriftet die Oberseite der Liniensensoren. So ein Liniensensor, man sieht das hier unten, ist nicht viel mehr als eine Kombination aus Infrarotlichtquelle, also eine LED, und Infrarotsensor. Die Lichtquelle sendet das Licht aus, der Sensor misst die Reflexion von der Oberfläche oder vom Untergrund. Und anhand dessen kann man feststellen, ob der auf Schwarz oder auf Weiß schaut. Hier ist ein Potentiometer, damit kann die Stärke der Infrarotlichtquelle eingestellt werden. Auf der Seite sehen wir hier die Anschlüsse, beschriftet mit SDA und SCL, also das Data und das Clockpin von der I2C-Kommunikation. Die werden am Arduino mit A4 und A5 verbunden. Und weiters brauchen wir hier noch 5 Volt und Ground. Die kommen einfach vom Arduino. Auf der Rückseite gibt es hier einerseits die 8 Sensoren, die haben wir uns schon angeschaut. Hier noch die Möglichkeit, hier ist es beschriftet, die voreingestellte I2C-Adresse zu ändern. Das geschieht mit diesen beiden Lötpunkten hier. Falls die vorgegebene Adresse schon besetzt ist, zum Beispiel mit einem anderen Modul, das man bei diesem Projekt verwendet. Ich habe hier einen ganz einfachen Testaufbau vorbereitet. Das Line-Follower-Array ist hier über die beiden I2C-Pins mit dem Arduino verbunden und auf dem Arduino installiert ist einer der Beispielsketche von der zugehörigen Library. Die Verlinkung dorthin findet man auf der Artikelseite von Spakfun. Ich werde sie dann auch in der Videobeschreibung verlinken. Hier habe ich mir mit Isolierband einen schwarzen Strich aufgeklebt und dieses Testskript, das gibt Daten über den seriellen Monitor an den PC zurück und was da zurückkommt, das blende ich hier jetzt ein. Genau. Und da sieht man schon sehr gut, wenn ich das Array hier bewege, dann ändern sich auch die Werte, die zurückkommen. Und in der ersten Zeile, das sind die einzelnen Bits. Man kriegt hier von diesen 8 Liniensensoren einfach ein 0 oder 1 im jeweiligen Bit zurück, also ein Byte, das hier bei jeder Abfrage zurückkommt. Dann gibt es hier noch den gleichen Wert in Hexadezimal. Dann einen Positionswert. Der Positionswert, der geht von minus 127, das ist irgendwo da, bis plus 127 und ist später dann ganz nützlich für verschiedene Berechnungsmethoden, die man bei PID-Controllern brauchen kann. Und dann wird hier noch angezeigt die Density. Die Density, das sind die Anzahl der Sensoren, die hier ansprechen. Wenn ich hier sehr genau über die schwarze Linie schiebe, dann sieht man hier, dass teilweise 2 Bit ausgelöst werden. Man könnte den Sensor hier auch quer nehmen, irgendwie so. So, dann wären es auf jeden Fall, genau, dann sieht man hier 2 Bits, es gehen ja bis zu 8 Bit. Dann ist aber dann das Messergebnis nicht mehr sinnvoll. Das kann man aber zum Beispiel verwenden, um festzustellen, ob irgendeine Endemarkierung erreicht ist oder ob der Sensor vom Boden hochgehoben wurde. Ein zweiter sehr interessanter Sketch, der ebenfalls in der Library als Example enthalten ist, ist dieser hier. Und man sieht hier schon rechts im seriellen Monitor, da wird nicht nur der Wert von den 8 Sensoren in 8 Bit
zurückgeliefert, sondern die Kurve, die da entsteht, die ist etwas detaillierter. Und das ist deswegen, weil wir hier eine weitere Klasse verwenden, die ebenfalls in der Library enthalten ist, und zwar eine Circular Buffer Klasse, also um eine Art Ringspeicher abzubilden. Ein Ringspeicher, das ist ein Speicherbereich, wo endlos reingeschrieben werden kann, und sobald der voll ist, überschreibt einfach der nächste, der neueste Eintrag den ältesten. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie die Speicher einer Videoüberwachung zum Beispiel, die immer nur die letzten 30 Minuten aufzeichnet und wo halt dann die 31. Minute, die neueste, die älteste Minute überschreibt. So ähnlich funktioniert das hier. Und diese feinere Form der Darstellung in der höheren Auflösungsgenauigkeit, die kommt nicht wirklich vom Sensor, sondern die ist nur berechnet. Und zwar, indem wir hier einen laufenden Durchschnitt berechnen. Und wenn man kurz in den Sketch schaut, dann sieht man, hier wird schon die Buffer Size für diesen Circular Buffer definiert. Der ist einmal auf 100 Byte gesetzt. Dann inkludieren wir die Libraries für die I2C-Kommunikation und für das Line-Follower-Array. Hier wird die Konstante gesetzt für die Adresse des Arrays. Wenn man die I2C-Adresse ändert, indem man auf der Rückseite diese Lötstellen anders verbindet, dann wären das ja die anderen Adressen. Hier wird das Sensorobjekt initialisiert und hier das Circular Buffer-Objekt mit der Bezeichnung Position History. Das heißt schon eben die History der jeweils gemessenen Position. Im Setup die serielle Kommunikation initialisiert. Bei der Sensorbar wird SetBusDrop gesetzt. SetBusDrop, das bedeutet, dass die Infrarotlichtquelle auf der Sensorleiste nur während der Messung eingeschaltet wird und nicht permanent eingeschaltet bleibt. Das hilft, Strom zu sparen. Dann Clear Invert Bits, das heißt, wir suchen eine schwarze Linie auf weißem Grund. Mit Set Invert Bits ließe sich das umdrehen. Ja, und dann wird hier schon mit Sensor MySensorBar Begin die Messung gestartet und der Sensor sollte anfangen, hier laufend Werte zurückzuliefern. Hier schauen wir noch, ob die Kommunikation auch klappt und geben sonst eine Meldung aus. Und in der Loop ist anfangs eine kurze Wartezeit. Dann holt man sich hier zuerst die Density der gemessenen Punkte. Mit GetDensity kriegt man zurück, wie viele der 8 Liniensensoren jetzt eine Linie festgestellt haben, und nur wenn der Wert größer als 0 und kleiner als 4 ist, also 1, 2 oder 3 Punkte gefunden wurden oder ansprechen, dann verwenden wir den Wert tatsächlich. Wenn gar kein schwarzer Punkt gefunden wurde, dann gibt es auch keine Linie, dann brauchen wir den Wert nicht aufzeichnen. Wenn mehr als drei Sensoren auf die schwarze Linie schauen, dann ist irgendwas anderes schiefgegangen. Dann wird der Wert auch nicht genommen. Wenn der Wert passt oder wenn eben zwischen einem und drei Messwerte gefunden werden, dann wird der Wert mit GetPosition ausgelesen. Da kommt der Mittelwert dieser ein bis drei Messungen und der wird mit Push-Element in diesen Position History Ringspeicher geschrieben. Das passiert hier im Loop ständig, und sobald wir den neuesten Wert reingeschrieben haben, wird hier unten mit der Methode Average Last von Position History ein Durchschnitt über die 10 neuesten Messungen aus diesem Circular Buffer berechnet, und dieser Durchschnitt wird hier grafisch ausgegeben. Diese längere Vorschleife, die man da sieht, die schaut auf den ersten Blick kompliziert aus, die macht aber eigentlich nichts anderes, um als den Wertebereich von minus 130 bis plus 130 in 5er Schritten durchzugehen. Und für jeden dieser 5er Schritte wird geschaut, befindet man sich links vom Nullpunkt oder rechts vom Nullpunkt oder genau am Nullpunkt, und liegt der durchschnittliche Wert in diesem 5er Bereich drinnen. Das entscheiden immer diese Ifs, die man hier sieht. Und wenn der gemessene, also der durchschnittliche Wert drinnen liegt, dann drucken wir ein Sternchen, und wenn er nicht drinnen liegt, dann einen Bindestrich. Und bei der Nullstelle in der Mitte drucken wir entweder ein Sternchen, wenn der Wert auch gerade 0 ist, oder sonst das Plus. Das markiert die Mittellinie, und das gleiche hier nochmal für den Bereich von 0 bis plus 130, wo auch entschieden wird, ob ein Sternchen oder eine Linie ausgedruckt wird. Und am Ende schreiben wir nochmal die
berechnete Average Position dazu, damit man die auch sieht. Und dadurch ergibt sich diese schon recht schöne Visualisierung. Das war es schon mit der kleinen Übersicht über dieses Line Follower Array von SparkFun. Ein sehr, sehr nützliches Teil, wenn man einen Line Follower Bot bauen will. Das mache ich dann in den nächsten Wochen und da werde ich auch Schritt für Schritt die verbesserte Firmware vorstellen, die dann eben die Fähigkeiten dieser 8 Liniensensoren hoffentlich sehr gut ausnutzt und daraus aus dem ursprünglich noch ruckelig fahrenden Roboter einen blitzschnell über die Linie gleitenden macht. Vorerst aber mal danke fürs Zuschauen, viel Spaß und viel Erfolg bei euren eigenen Projekten und hoffentlich bis zum nächsten Video.